Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute drei Gläser mitgebracht. Und in diesen Gläsern, da sind Blindbags und ein Überraschungsei. Und das möchte ich jetzt mit euch gemeinsam aufmachen. Und auch ihr habt es sicherlich schon wieder gemerkt, wir sind heute nicht alleine. Nein, wir haben heute Yoda von Star Wars bei uns. So, ich gucke mal in das erste Glas hier rein. Und da haben wir zwei Blindbags. Cool, wir haben schon mal zwei Zombie-Blindbags. Was mega toll ist. Wir machen die einfach mal auf und ihr kennt die bestimmt, da sind so kleine Zombie-Figuren drin. Na, ich muss das mal umdrehen, zwei Stück davon, eins, zwei. Und ich bin schon mal gespannt, welche Zombies wir diesmal bekommen werden. Ihr kennt die vielleicht wirklich, das sind so wie so kleine Gummibälle. Naja, nicht wirklich Gummibälle, aber die sind so aus Gummi und wenn man die runterwirft, dann springen die wieder zurück, so ähnlich wie ein Gummiball. Sind aber nicht rund wie ein Gummiball, sondern naja, sind eben so Figuren aus Gummi. Kann man auch so ein bisschen zusammendrücken und ziehen und pressen, aber sind schon ziemlich hart, ist nicht wirklich weich. Macht auf jeden Fall irre viel Spaß damit zu spielen. Das ist also unser erster Zombie. Und wir gucken auch direkt einfach mal in das zweite Zombie-Blindbag. Ja, es sind übrigens 48 verschiedene Zombie-Figuren, die man hier drinne finden kann. Und ich bin schon gespannt, wer es diesmal ist. Also, los geht's. Ich reiße auch mal das zweite Blindbag auf. Und wir haben hier... Ein Zombie sieht aus wie ein Bürgermeister oder sowas. Der hat so einen Schlüssel in der Hand und einen Bart. Und er guckt auch irgendwie grimmig. Er hat so eine seltsame lila Farbe oder türkise Farbe. Naja, ich glaube, das ist die typische Zombie-Farbe eben. Die haben alle die gleiche Farbe, aber naja. Wir machen einfach mal weiter. Ich denke, Yoda möchte, dass wir jetzt das Star Wars Kinderüberraschungsei öffnen. Na klar, Yoda. Natürlich möchtest du das. Denn auf dem Überraschungsei draußen ist auch so ein kleiner Yoda abgebildet. Von daher ist Yoda schon total aufgeregt und will unbedingt wissen, was da drin ist. Und mir geht es ganz genauso. Also los geht's. Ich habe dabei das Ei schon mal hier aus diesem Glas herausgeholt. So, Star Wars Edition. Kinderüberraschungseier. Tolle Sache, wie ich finde. Kann das nur wiederholen. Und ihr kennt das vielleicht, dass hier drinne regelmäßig auch oder eigentlich fast immer Star Wars Figuren drinne sind. Haben ja jedenfalls schon ziemlich oft hier auf diesem Kanal sowas ausgepackt und da waren bisher immer Star Wars Figuren drinne. Ja, sieht auch so aus, als hätten wir diesmal wieder eine Figur, die man aber noch zusammenbauen muss. Ich weiß gar nicht, ist das Luke Skywalker? Naja, wir bauen das erstmal zusammen. Auf jeden Fall sitzt da hier in so einer Art kleinen Raumschiff drinne. Ich denke auch, den haben wir schon mal gehabt. Und beim letzten Mal konnte ich das irgendwie nicht so richtig zusammenbauen. Naja, vielleicht gelingt es mir ja diesmal besser, das Ganze zusammenzubauen. Ja, das ist unsere Figur. Ich drehe das nochmal um. Das sind die verschiedenen Figuren, die man bekommen kann. Darth Vader zum Beispiel. Oder auch Yoda. Und so. Es gibt verschiedene Figuren. Und naja, ich glaube, auch da habe ich schon fast alle in meiner Sammlung mittlerweile. So ein richtiges Raumschiff braucht natürlich Flügel. Warum auch immer. Eigentlich brauchen Raumschiffe ja keine Flügel, aber sieht vielleicht ein bisschen stylischer deswegen aus. So, dann kommt jetzt hier noch etwas drauf. Ja, diese Teile kommen hier oben drauf. Hey, sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Ich glaube, diesmal mache ich alles richtig beim Zusammenbauen. Wir könnten mir also gratulieren. Ja, coole Sache. Na, muss man noch so ein bisschen mit Kraft zusammendrücken. Hat doch nicht funktioniert, wie ich mir das so dachte. Ja, könnt ihr mir doch nicht gratulieren. So, jetzt aber. Mein Gott, ich habe schon so oft Überraschungseier-Inhalt zusammengebaut und manchmal finde ich es immer noch sehr schwer. So, jetzt hält es ziemlich gut. Also, das ist unsere Star Wars-Figur. Wir haben es also schon zwei Zombies und ein Star Wars-Figur. Und was noch viel wichtiger ist, wir haben noch ein drittes Glas. Und die in diesem dritten Glas, das sind drei Blindbags, das sind nämlich Disney Wikis Blindbags. Und das zeige ich euch jetzt mal näher, genau, das ist also das Glas. Und auch das haben wir schon öfters mal hier auf diesem Kanal ausgepackt. Das sind nämlich so kleine, ja, würde ich sagen, das sind so kleine Disney-Figuren drin. Ziemlich viele verschiedene Disney-Figuren aus verschiedenen Disney-Filmen. Und ich bin schon gespannt, wen wir diesmal bekommen werden. Also wer von euch, die es noch nicht kennt, diese Disney-Wikis-Tüten, da sind dann auch noch so Aufkleber drin und naja, manchmal kriegt man eine Prinzessin, manchmal was von Disney Cars und manchmal auch Olaf den Schneemann. Also das ist wirklich total verschieden. Mickey Mouse ist auch oft dabei. Ich glaube, ich habe hier insgesamt so 300 Tüten, die ich auf diesem Kanal schon geöffnet habe. Also Unmengen von diesen Disney-Wikis-Tüten. Und den kennen wir, das ist nämlich Luigi von Disney Cars, oder? Na klar, das ist definitiv Luigi.
So, das ist die nächste Tüte. Ich probiere schon mal zu ertasten, was da drin ist, aber ist schwierig zu ertasten. Wir reißen die Tüte einfach mal auf. Und auch hier wieder ein Aufkleber und eine Figur. Und, na, wer ist das? Das sieht aus wie Schneewittchen. Genau, Snow White oder auch Schneewittchen. Mit roter Schleife im Haar. Und das bringt uns auch schon zu unserem letzten Blind Bag für heute. Ja, dann gucken wir doch mal, was hier drin ist. Also, los geht's. Wir reißen die Tüte auf. Manchmal gar nicht so einfach. Jetzt haben wir's. Und das ist Sebastian die Krabbe von Ariel die Meerjungfrau. Definitiv Sebastian. Ich bin mir da definitiv, naja, sagen wir mal, relativ sicher. Also Leute, was hat euch am besten gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin schon gespannt. Mir haben die Wikis-Tüten am besten gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, den UI-Kanal zu abonnieren. Wir sehen es dann nämlich hier das nächste Mal alle gemeinsam wieder, wenn wir wieder Überraschungseier, Blindback und anderes Spielzeug auspacken. Bis dahin, tschüss!